Hallo meine lieben Digi-Ritter, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Digimon Masters Online. Heute wollen wir uns gemeinsam in diesem Video die Slash Angemon Dogress Quest einmal anschauen. Slash Angemon ist ja ein Digimon, welches heute ins Spiel reingekommen ist. Dazu gehören dann natürlich auch Dogress Quest, weil es sich dabei um ein Dogress Digimon handelt. Ein Teil des Digimons, also eins Evolution Items, bekommt man aus dem Cash Shop ganz regulär. Und zwar ist es das Strength of Potestas B-Item, welches 3,90 $ auf der Steam-Variante bzw. 49 Crown dann kostet. Und das andere Jogress-Item, welches man für Patamon benötigt, also für die Patamon-Variante. Und zwar Strength of Potestas A heißt das Item. Dieses bekommt man aus, wie gesagt, dieser Jogress-Quest raus. Deswegen machen wir die jetzt dann auch gemeinsam. Und da wir die nicht mit dem Rookie-Patamon annehmen können, müssen wir einmal hochdigitieren. Denn um die Jogress Quest anzunehmen zu können und dann auch weiterhin dann während der Quest dann bekommen zu können, muss man Shakumon draußen haben. Also man muss das Patamon dann zu Shakumon digitieren. Und wenn wir dann zum NPC hingehen, erscheint dann hier die Appearance of Potestas Quest, welche die erste, wie gesagt, aus dieser Jogress Quest Reihe ist. Diese nehmen wir einmal an, dann müssen wir als nächstes einmal mit Shoutmon reden. Dafür springen wir einmal in Village of the Beginning hin. Und reden dann, wie gesagt, mit ihm. Dieses Shoutomon, mit dem wir reden müssen, befindet sich direkt, wenn man hier hingesprungen ist, hier vorne. So, reden wir einmal mit ihm. Das Ganze ist natürlich deswegen mit Shoutomon mit dabei, weil Slash Angemon in Anime-Form zum ersten Mal in Digimon Cross Wars aufgetaucht ist. Und zwar in Folge 15, wo es, glaube ich, ein Executioner war. Also jemand, der quasi Strafen vollzogen hat, wenn jemand in seinem Reich dort irgendwas angestellt hat. Und ja, deswegen, da war Shoutmon natürlich dementsprechend auch dabei. Und deswegen ist das Ganze hier dementsprechend an die Cross-War-Storyline angelehnt. So, als nächstes müssen wir 30 sogenannte Blade-Datas zusammensammeln. Diese bekommt man, okay, das ist, ja, Jogress/Angemon. Das Ganze bekommen wir, indem wir Digimon besiegen in Silver Lake. Anscheinend ist es dann egal, wo wir die dann besiegen. Deswegen laufen wir einmal rüber. Und ja, schauen mal, wie gut das Ganze dann dort droppt. Und wie immer seht ihr dann natürlich, dann sobald wir angefangen haben und das erste gedroppt bekommen ist, dann nach einem Cut, dann, wenn ich dann fertig bin. So, probieren wir es mal bei den Seedramons hier aus. Wie gut. Okay, da haben wir direkt das erste bekommen. Scheint aber trotzdem ein bisschen zu brauchen, bis das nächste dann droppt. Okay, dann sehen wir uns nach einem kurzen Cut wieder, sobald ich die 30 dann zusammen habe. Also, bis gleich. So, damit haben wir diese Blade-Datas jetzt dann auch endlich zusammen. Das Ganze hat so ungefähr 5 Minuten bei mir gedauert, also so rein vom Zeitlichen her. So, aber um jetzt erstmal dann wieder Platz im Inventar zu haben, entleere ich das einmal kurz und dann gehen wir zum NPC, wo wir diese Quest abgeben müssen. So, der NPC, wo wir diese Quest abgeben müssen, ist ebenfalls dieser Reward Shoutmon NPC. Deswegen gehen wir da wieder zurück und geben die Quest dort ab. So, da ist der Shoutmon NPC. Reden wir einmal mit ihm. Und dann schließen wir Trace of Potestas 1 ab und bekommen direkt die nächste Quest, Trace of Potestas 2. Und dafür müssen wir jetzt dann sogenannte Guardian Mystimon besiegen. Da habe ich heute schon von vielen Leuten gehört, dass die da sehr viel Frust mit dieser Quest hatten, weil man natürlich erstmal diese 10 Mystimon überhaupt besiegt bekommen muss. Und ich meine das in dem Sinne, weil die natürlich dort herumstehen und allerdings einen Spawn-Timer haben, wenn man diese besiegen sollte. Das heißt, das wird da auf jeden Fall dann dauern. Und ich hoffe natürlich, dass da jetzt niemand sonst großartig unterwegs ist. Aber das sehen wir dann. Wir springen aber nach Lost Historic Site und versuchen mal, ob wir die 10 bekommen würden. Ansonsten glaube ich, so 4 bis 5 Minuten haben die den Respawn-Timer. Deswegen, das dürfte dann nicht ewig dauern, bis sie dann wiederkommen, aber ist trotzdem natürlich eine gewaltige Zeit, vor allem wenn natürlich heute dann auch sehr viele Leute da unterwegs waren, um diese Quest abzuschließen. Deswegen
laufen wir hier einmal rüber. Das erste Mystimon, welches sich hier auf der Map befindet, müsste hier vorne dann sein, falls gerade eins ab sein sollte. Und anscheinend ist es gerade nicht hier. Das Problem ist natürlich, dass die hier nicht in diesem Boss-Timer mit drin sind. Das heißt, man weiß nicht, wann das nächste dann spawnt. Das heißt, man kann eigentlich nichts anderes machen, außer an der Stelle erstmal hier den Channel zu wechseln, um zu schauen, ob auf dem anderen Channel denn gerade eins verfügbar ist. Wie gesagt, es gibt mehrere Punkte, wo diese auf dieser Map denn... Ja, da haben wir jetzt gerade Glück und es ist gerade eins da gewesen. Wie gesagt, 10 Stück braucht man davon, also es wird wahrscheinlich einen Moment dauern, aber in Channel 0, zumindest das war jetzt gerade da, deswegen schauen wir mal weiter, ob in Channel 0 vielleicht noch weitere verfügbar sind. Ich glaube, pro Channel sind es insgesamt 5 Stück, die auf der Map verteilt sind. Da haben wir das nächste. Das heißt, wenn in Channel 0 jetzt alle verfügbar sein sollten... Also 4 oder 5 Stück waren es auf jeden Fall. Dann müssten wir da schon mal die Hälfte hinbekommen. Da ist das nächste. So, dann müssen wir hier rüberspringen. Da haben wir schon mal 3. So. Ich glaube, eins war noch hier vorne. Und das andere ist dann, wenn man da vorne läuft, nach oben. Also irgendwo, ja, da ist noch eins, genau. Und das letzte, wenn hier alle jetzt vorhanden sein sollten, befindet sich da vorne, da oben. Und wie gesagt, dann einfach das nochmal machen mit Channel 1 dann. Falls, wie gesagt, kein anderer die wegbesiegt haben sollte. Und dann müsste man das eigentlich... gut hinbekommen. Hier müsste eigentlich normalerweise auch noch eins sein, aber ist jetzt gerade kein Star, deswegen warte ich da jetzt einfach mal kurz, bis das wieder spawnt und dann mache ich die Quest dann einfach dann nach, also innerhalb des Cuts dann fertig und wir sehen uns dann gleich dann wieder, sobald ich alle Mystimon dann zusammen habe. Also, bis gleich. So, und das ist jetzt das letzte Mystimon, was wir noch brauchten. Boah, es hat eine ganze Weile gedauert, das zusammenzubekommen, aber ich hab's jetzt. So, dann springen wir wieder zurück zum Shoutmon, um die Quest abzugeben. Und dann schauen wir mal, was dann im Anschluss dann noch folgt. Aber die Mystimon-Quest dürfte das Schlimmste an dieser Questline sein. Deswegen, so, geben wir das Ganze einmal ab. Oh. Dann haben wir Shoutmon Cross 4 hier, genauso wie es in der Folge der Fall war. So. Jetzt haben wir das hier bekommen. / Angemon Jogress Quest. Und ein Completed Blade Data. Okay, dafür muss ich jetzt in den D-Terminal Underground Summon Square. Da springen wir dann einmal ins DRTS Center zurück und gehen dorthin und ja, beschwören das einmal und besiegen das. Ich dachte eigentlich, da könnte jetzt sowas kommen wie die Summon Sphere, also diese Sphäre, die extra dafür geschaffen ist, damit man dort dann gegen solche Jogress Quest Bosse kämpfen kann. Aber nee, für diese Quest müssen wir ins D-Terminal Underground Summon Square gehen. So, mal schauen, wie schwierig es jetzt sein wird, diesen Boss zu besiegen. So, da haben wir das / Angemon. Okay, never mind. Das war eigentlich super easy. Hatte da jetzt eigentlich ein bisschen mit mehr gerechnet. So. Dann wieder zurück. Beziehungsweise anscheinend nicht. Okay, für die Quest müssen wir dann... Ah, okay, dann müssen wir wieder zurück zu Kalumon. Okay, dann wieder Kommando zurück. Zurück ins DAT-Center. Und bei Kalumon die Quest abgeben. Da geben wir jetzt dann die letzte Quest, Test of Protestas, dann ab. Und bekommen hier dann mit Descent of Protestas dann das Evo-Item.
Und damit können wir den Evo-Slot bei Shakumon für Slash, also bei Patamon Shakumon für Slash Angemon freischalten. So, und damit ist der Slot dann freigeschaltet. Wie gesagt, das Video zu Slash Angemon selber erscheint dann morgen bei mir auf dem Kanal. Also da auf jeden Fall dann gerne reinschauen, damit ich jetzt nichts extra noch vorwegnehmen dann. Wenn es euch gefallen hat und ich hoffe, dass es euch dann dementsprechend einen Überblick verschaffen konnte, was denn so zu diesen Jogress-Quests zu Slash Angemon dazugehört. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert nicht vergessen, wenn ihr zum ersten Mal dabei seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder. Haut rein. Ciao, ciao.